Hallo, liebe Sternzeichen Wassermann. Ich freue mich, dass du hier bist und dir deine Liebeslegung für den Juni ansiehst. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist bereit für deine Nachrichten. Wir fangen jetzt auch direkt an, die Karten zu mischen. Und ich stelle die Frage: Was erwartet dich in der Liebe im Juni? Wer oder was kommt auf dich zu? Was spielt sich in deiner Liebessituation im Juni ab? Was sind die wichtigsten Nachrichten an dich zur Liebe im Juni, liebes Sternzeichen Wassermann? Okay, wir haben hier als erstes die Königin der Stimmen. Das kann sehr gut deine eigene Energie sein, die hier durchkommt. Wir haben die vier der Materialien dazu. Was solltest du noch zur Liebe im Juni wissen, liebe Sternzeichen Wassermann? Die sieben der Stimmen. Interessant. Und eine Karte bitte noch fürs Sternzeichen Wassermann zur Liebe im Juni. Wenn wir alle The Muse Tarot Karten gelegt haben, legen wir noch ein paar Tattoo Tarot Karten zur Erklärung dazu. Und zum Schluss gibt es die Tiorakel Karten noch für dich. Die Hohepriesterin kommt hier raus. Wir erklären aber als erstes mal die Königin der Stimmen hier genauer. Wofür steht die in deiner Liebessituation im Juni, liebes Sternzeichen Wassermann? Was solltest du hier wissen? Okay, das sieht interessant aus. Aus mehreren Gründen. Ich meine, die Sieben der Schwerter ist an sich schon eine Karte, die halt für Unehrlichkeit, Intrigen, Illusionen, Lügen und so weiter stehen kann. Es ist aber vor allen Dingen interessant, weil wir die Karte hier mit der 7 der Stimmen auch schon mal haben aus dem anderen Deck. Aber verzweifle deshalb nicht. Lass uns das Ganze genauer ansehen. Worum geht es hier bei dir in der Liebe? Ich meine, letzten Endes kann es auch was sehr Positives sein, wenn sich diese ja, Lügen oder Unehrlichkeiten oder ähnliches aufdecken und geklärt werden, und genau das kann hier bei dir der Fall sein. Was ich aber mir vorstellen kann, ist, dass es eventuell eine Person gibt, die dir gegenüber in der Vergangenheit nicht ganz ehrlich war und eventuell einen Neustart mit dir haben möchte. Ja, kann sich hierbei um ein weiteres Luftsternzeichen handeln, Wassermann, Waage, Zwillinge. Muss aber nicht. Ich sehe vor allen Dingen, dass du vorsichtig bist, was diese Person angeht. Wer auch immer hier den Kontakt wieder zu dir aufnimmt oder so tut, als wäre in der Vergangenheit nichts gewesen oder ja, dir irgendwo Hoffnungen macht oder versucht, dir Hoffnungen zu machen, dass er oder sie sich diesmal anders verhalten würde. Ich glaube, du hast hier noch so den einen oder anderen Vorbehalt, was die Situation angeht. Also ich kann mir vorstellen, dass diese Person entweder vor kurzem schon auf dich zugekommen ist oder dass das Anfang Juni passieren wird. Aber jemand, dem du nicht ganz traust, diese Person scheint hier den Kontakt zu dir zu suchen und du beobachtest das erstmal ein bisschen und scheinst noch einen gewissen Abstand zu halten. Es kann wirklich sein, dass diese Person dich verletzt hat, hier durch eine gewisse Unoffenheit, Unehrlichkeit. Ich weiß nicht, was dir diese Person verschwiegen hat oder wo diese Person tatsächlich sogar bewusst gelogen hat. Worum es hier letzten Endes geht. Aber ich merke hier auf jeden Fall, dass du dieser Person nicht so richtig vertraust. Jemand, der jetzt zu dir aber den Kontakt wieder zu suchen scheint. Lass uns die vier der Materialien ansehen. Wofür steht die hier bei dir in der Liebe, liebe Sternzeichen Wassermann? Was möchte dir die vier der Materialien mitteilen? Dazu haben wir die sechs der Stäbe. Was solltest du noch zur Liebe im Juni wissen, liebe Sternzeichen Wassermann? Ich meine, für manche kann es hier tatsächlich auch sein, dass du
erkennst, wo du selber dir vielleicht falsche Hoffnungen auf einen Neuanfang mit jemandem gemacht hast, wo du vielleicht erkennst, dass du dir einen Neuanfang mit jemandem gewünscht hast, obwohl das nicht wirklich möglich ist oder dir auch gar nicht gut tun würde. Das sehe ich hier für manche auch. Dass also diese Unehrlichkeit vielleicht dir selbst gegenüber stattgefunden hat von deiner Seite aus. Für manche kann es sein, für manche ist es diese andere Person, die dich durch diese Unehrlichkeit verletzt hat. Aber ich muss sagen, ich nehme hier schon eine gewisse toxische Energie wahr, ja. Ich denke aber, das Positive daran ist, dass du diese Energie durchschaust. Du siehst, wenn diese negative Energie hier oder diese Unehrlichkeit wieder auftaucht. Du siehst, wenn diese Person diesmal versucht, dir dieselben Lügen zu erzählen oder dir irgendwas verschweigt. Oder du siehst auch, wo du vielleicht selber mit dir selbst ehrlicher umgehen musst und vielleicht dir darüber bewusst werden musst, dass ein Neuanfang mit jemandem aus der Vergangenheit gar keinen Sinn machen würde oder dass du dir da vielleicht falsche Hoffnungen oder ähnliches gemacht hast. Lass uns jetzt aber hier auf die zweite Spalte eingehen. Wir haben hier die vier der Materialien, die sechs der Stäbe, den Teufel und den Magier. Mit dem Teufel haben wir Sternzeichen Steinbock, was irgendwie eine Rolle spielen könnte. Es passt aber vor allen Dingen halt von der Karte sehr gut, weil es irgendwo in diese Energie von der Sieben der Schwerter reinpasst. Denn auch der Teufel steht natürlich irgendwo für toxische Energie, vielleicht auch für negative Verhaltensweisen oder Angewohnheiten. Ich sehe hier aber, dass du eine negative Angewohnheit oder eine negative Person hinter dir lassen kannst im Juni. Okay, also das sieht sehr, sehr positiv tatsächlich aus. Denn mit der vier der Materialien und der sechs der Stäbe sehe ich definitiv, dass du dich zurückhältst und dich selbst so ein bisschen von diesen negativen Einflüssen fernhältst. Und dich auf dich selbst konzentrierst mit dem Magier hier. Ich kann mir vorstellen, wenn jemand auf dich zukommt und den Kontakt wieder zu dir sucht, von dem du weißt, dass er dir nicht gut tut oder sie, dass du dann bewusst dich auf dich selbst konzentrierst und sagst, okay, ich halte mich hier zurück. Ich schaue darauf, dass ich mich fernhalte von diesem Einfluss. Du musst aber auch drauf gucken, wo vielleicht du selber manchmal dir gegenüber unehrlich bist. Weil manchmal reden wir uns Dinge ein, die nicht besonders ehrlich sind, weil wir sie so sehr wollen. Und wenn du das Gefühl hast, dass das auf dich zutreffen könnte, dann nutze diese Magierenergie, nutze diese Erfolgsenergie der sechs der Stäbe und geh dieses Thema an. Weil im Juni ist der Zeitpunkt gekommen, wo du diese negativen Gedanken und Verhaltensmuster loswerden kannst. Ich sehe, dass du stärker bist als diese negativen Einflüsse, von wem sie auch immer kommen. Ich sehe, dass du dich im Juni darum kümmerst. Okay, und es ist vielleicht nicht leicht, aber es bringt dich einen Riesenschritt nach vorne, hier für dich einzustehen und das Richtige zu tun. Okay, lass uns die Sieben der Stimmen hier ansehen. Wofür steht die nochmal in deiner Liebessituation im Juni, liebes Sternzeichen Wassermann? Was solltest du hier noch zu Sieben der Stimmen in deiner Liebessituation wissen? Das Ass der Stäbe. Okay. Oh. Okay. Die 9 der Münzen und die 5 der Stäbe kommen noch dazu raus. Es kann definitiv sein, dass hier jemand aus deiner Vergangenheit einen Neuanfang möchte mit dir. Und ich sehe ganz ehrlich hier einen inneren Konflikt, der sich bei dir abspielt. Weil du zum einen vielleicht
hier an das Gute in diesem Menschen glauben möchtest. Auf der anderen Seite haben wir hier aber noch die sieben der Stimmen, die sieben der Schwerter. Immer noch diese falsche, unehrliche Energie, muss ich dir ehrlich sagen. Ich glaube, das siehst du. Die Frage ist bloß, ob du bereit bist, das, was du siehst, zu akzeptieren und dementsprechend diesen Abstand beizubehalten. Oder ob du dieser Person doch noch mal eine Chance gibst. Ich würde dir raten, dabei vorsichtig zu sein. Letzten Endes hast du natürlich einen freien Willen und kannst so entscheiden, wie du das gerne möchtest. Und es gibt bestimmt auch Aspekte, die diese Person hier im positiven Sinne hervorhebt. Mit der 9 der Münzen gerade sehe ich hier, ja, diese Person mag vielleicht den ein oder anderen positiven Grund haben, warum sich ein Neuanfang lohnen könnte. Aber ich sehe trotzdem noch was Toxisches. Ich sehe trotzdem noch was Unehrliches. Okay. Und ich glaube, das ist dieser innere Konflikt, der sich bei dir abspielt. Sollst du dieser Person glauben? Sollst du an das Positive in diesem Menschen glauben und dem Ganzen tatsächlich eine Chance geben? Oder sollst du auf deinen Instinkt hören, der dir sagt, dass diese Person vielleicht immer noch nicht gut für dich ist? Das ist das, was ich für viele hier sehe, was sich im Juni abspielen könnte. Dass jemand aus deiner Vergangenheit einen Neuanfang mit dir möchte. Und solange du dir selbst gegenüber ehrlich bist in Bezug darauf, was die Ausgangslage dieses Neuanfangs wäre, solange ist auch alles in Ordnung. Ich denke, dass du bereit bist, die Augen zu öffnen. Und dich diesen negativen Einflüssen, dieser unehrlichen Energie zu stellen. Für viele sehe ich halt hier, dass das Problem auch vielleicht ist, dass du nicht ganz einschätzen kannst, ob diese Person tatsächlich unehrlich ist. Oder ob das etwas ist, was du vielleicht hier als Grund vorschieben möchtest, um dich nicht auf diese Person einlassen zu müssen. Ich hoffe, es macht Sinn, so wie ich es versuche zu erklären. Das Ding ist das. Ich sehe hier in deiner Energie im Juni ein Zögern und das Bedürfnis, dich zu distanzieren und dich um dich selbst zu kümmern. Und du hast vielleicht jetzt Angst, dass dieses Bedürfnis, dich auf dich selbst zu fokussieren, dich zu distanzieren, so groß ist, dass du dir hier vielleicht einredest, diese Person wäre immer noch unehrlich, obwohl er oder sie es gar nicht ist. Ich glaube nicht, dass du dir sowas einreden würdest. Ich glaube, das, was du wahrnimmst, was dir vielleicht nicht an dieser Person gefällt, das ist echt. Aber manchmal ist es schwer, das unterscheiden zu können. Ist diese Person wirklich so oder nehme ich diese Person nur so wahr? Solche Zweifel sehe ich hier bei dir, dass du dich hinterfragst, liegt es wirklich an dieser Person oder liegt es an mir? Aber alleine das schon ist so eine Sache, wo ich sagen würde, wenn du dir solche Fragen stellst, dann liegt es wahrscheinlich an der anderen Person. Das klingt für mich so, als hättest du zu irgendeinem Punkt aufgehört, dir selbst und deiner Intuition, deinem Gefühl zu vertrauen, weil irgendjemand dich vielleicht manipuliert hat oder dir das Gefühl gegeben hat, dass du nicht auf dich selbst vertrauen kannst.
Fang jetzt am besten im Juni damit an, dir selbst zu vertrauen, auf deine Intuition, dein Bauchgefühl zu vertrauen. Und wenn das dir sagt, dass diese Person dir immer noch nicht gut tut, dass diese Person vielleicht immer noch nicht ehrlich ist, hör darauf. Du musst nicht erst diesen Fehler bestätigen und machen, weil ich glaube, in dir gibt es einen Teil, der genau weiß, was hier abläuft und dass diese Person immer noch kein guter Einfluss für dich ist. Denn was kann im schlimmsten Fall passieren, dass du dieser Person keine Chance gibst, obwohl er oder sie diesmal wirklich nur das Beste im Sinn hat? Ja, kann sein. Trotzdem hat er oder sie anscheinend seine oder ihre Chance in der Vergangenheit verspielt. Und es ist besser, dich jetzt nicht auf diese Person einzulassen, als das zu tun und wieder verletzt zu werden. So sehe ich es zumindest. Aber wie gesagt, die Entscheidung liegt bei dir. Ich sehe hier bloß 7 der Schwerter, Teufel, nochmal 7 der Stimmen. Ich sehe diesen negativen Einfluss von dieser Person und davor möchte ich dich einfach so ein bisschen warnen, falls diese Legung mit dir resoniert. Wenn es nicht resoniert, umso besser. Ja, bitte versuch nicht die Nachrichten hier irgendwie deiner eigenen Situation aufzudrücken oder aufzuzwängen. Ich denke, gerade in dieser Situation ist es auch gut, wenn es nicht resoniert. Denn das, was ich hier merke, ist schon tough einfach. Ich finde es schade, dass du dich selbst so hinterfragst. Mach das nicht. Wenn es hier einen Teil gibt in dir, der im Juni hervorkommt, der dir sagt, konzentrier dich auf dich selbst, geh deinen eigenen Weg, finde heraus, was die Wahrheit ist, aber für dich selbst, geh auf Abstand zu dieser Person, hör auf diesen Teil. Tough, liebe Sternzeichen Wassermann, hätte ich nicht mit gerechnet, dass hier sowas für dich rauskommt. Oh wow, oh wow. Aber die letzte Spalte finde ich nochmal richtig schön. Richtig schön. Weil was wir hier sehen, ist, dass die meisten wahrscheinlich letzten Endes auf ihre Intuition hören werden mit der Hohepriesterin hier. Richtig schön. Auch wenn du Mitte, Ende Juni zu kämpfen hast mit dir selbst, weil du dich hinterfragst, okay, tut diese Person mir wirklich nicht gut? Oder interpretiere ich hier zu viel in sein oder ihr Verhalten rein? Eigentlich hat mir diese Person doch gar keinen Grund gegeben, ihm immer noch zu misstrauen oder ihr immer noch zu misstrauen. Denk nicht so. Denk nicht so. Wenn dir diese Person in der Vergangenheit einen Grund dafür gegeben hat und dir dein Gefühl immer noch Nein sagt, hör da drauf. Und ich glaube, das machen die meisten auch hier. Die meisten hören auf ihre Intuition, ihr Bauchgefühl mit der Hohepriesterin. Und da sehe ich so eine schöne Veränderung in deiner Energie. Weil diese Intuition wird dir nicht nur sagen, okay, gib hier nicht dieser Person aus der Vergangenheit nach. Oder deiner eigenen Unehrlichkeit auch nach, weil für manche ist es, wie gesagt, einfach der Gedanke, du musst hier an irgendjemandem aus der Vergangenheit festhalten, der eigentlich toxisch für dich ist. Wie dem auch sei, du gibst dir diesem toxischen Einfluss nicht nach. So wie ich das sehe, werden die meisten sich hier für die Intuition, für das Bauchgefühl entscheiden, die sagt, okay, wähle dich selbst. Du kannst auch einen glücklichen Neuanfang haben, aber ohne diese Person. Okay. Denn diesen Neuanfang sehen wir hier mit dem Namen. Diese Vorfreude auf das, was kommt und mit dem Knaben der Kelche hier ist Potenzial für eine neue Situation in der Liebe, die dich richtig glücklich machen kann. Ich sehe hier für manche, dass da jemand Neues auf dich wartet. Jemand Neues, für den du Gefühle entwickeln könntest oder der Gefühle für dich entwickelt, mit dem du einen Neustart haben kannst und der dir auch wirklich durch
Taten durch Handlungen beweisen wird, okay, ich bin bereit oder ich will das versuchen. Und dieselbe Energie sehe ich auch von dir hier. Weil die Sache ist die, bei dieser Person aus der Vergangenheit sehe ich vor allen Dingen Worte. Und Worte sind nicht schlecht. Ich kann verstehen, warum diese Worte der Zuneigung sehr angenehm sind. Aber wenn diese Person dir nicht auch durch Handlungen beweist, dass er oder sie es gut mit dir meint und wirklich auf Worte auch Taten folgen lassen kann, dann weißt du, was das Beste für dich ist. Und ich glaube, die meisten werden sich entscheiden, dieses ganze Kapitel, diese Person hinter sich zu lassen und sich auf was Neues oder jemand Neues einzulassen. Und ich sehe hier auch schon, dass da jemand auf dich zukommt mit dem Knaben der Kelche. Jemand Neues, den du wahrscheinlich jetzt noch nicht wirklich kennst. Kann Wassersternzeichen sein, Krebs, Skorpion oder Fische. Und ich sehe, dass du in dieser Situation, auch wenn sie vielleicht noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegt, dass du in dieser Situation Erfüllung finden wirst. Und ja, es mag noch nicht Ende Juni passieren, für manche vielleicht dann erst im Juli. Aber das ist auch in Ordnung, weil ich sehe da wesentlich mehr Potenzial und mehr Erfüllung als in allem, was dir diese Person aus der Vergangenheit bieten könnte. Weil entweder ist diese Person noch genauso toxisch wie vorher, oder aber es ist dein eigener Gedankenverlauf, der noch so stark an jemandem aus der Vergangenheit festhält, dass dir das nicht gut tut, weil du dir selbst hier gegenüber unehrlich bist, weil du vielleicht selber versuchst, einen Neuanfang irgendwo zu erzwingen und nicht loslassen kannst und nicht akzeptieren kannst, dass es mit dieser Person vielleicht nichts mehr hier wird. Eins von beiden wird wahrscheinlich zutreffen und da musst du ja ehrlich mit dir sein und gucken, was mit dir resoniert. Ja. Und ich meine, du wirst es ja auch sehen, ob diese Person auf dich zukommt oder nicht. Oder es vielleicht sogar schon ist vor kurzem. So oder so denke ich, der richtige Weg wird für dich sein, dich für dich selbst zu entscheiden, für einen Neuanfang zu entscheiden, ohne diese Person. Und das meine ich nicht als, ja, Empfehlung, sondern als kleinen Tipp an dich, da wirklich auf deine Intuition zu hören. Das zu tun, was für dich gut ist. Wie gesagt, du wirst die richtige Entscheidung für dich treffen, da bin ich mir absolut sicher. Und danach sieht es wesentlich besser und leichter, unbeschwerter aus, die Energie für dich. Deshalb eine sehr, sehr schöne Legung. Wir legen jetzt noch ein paar Tierorakelkarten dazu. Lass uns gucken, was die dir noch mitteilen können. So, Liebe im Juni, liebes Sternzeichen Wassermann. Außerdem würde ich gerne noch eine weiterführende Legung hierzu aufnehmen, um zu gucken, wer diese neue Person, diese neue Energie in deiner Liebessituation sein könnte. Denn hier haben wir es schon angeteasert mit dem Knaben der Kelche, dass da was Neues, was Besseres auf dich zukommt in der Liebe. Und ich wüsste einfach gerne, wer das ist und was du zu ihm oder ihr wissen solltest. Wir schauen uns außerdem in der weiterführenden Legung an, wie es im Juli und August für dich in der Liebe weitergeht. Ob das mit dieser neuen Person hier eventuell zu was führt. Ja? Und wenn du Interesse daran hast, dann findest du den Link zur weiterführenden Legung unten in der Infobox. Wir haben hier jetzt Take the Lead. Übernimm die Führung in deiner Liebessituation. Ja. Du musst hier aktiv eine Entscheidung treffen.
entweder dieser Person, die hier wieder auftauchen könnte, keine Chance mehr zu geben und stattdessen einen neuen Weg zu wählen. Oder den Gedanken an einen Neuanfang mit jemandem aus der Vergangenheit, der vielleicht nicht mal unbedingt hier auftauchen muss, aber wenn du merkst, dass dieser Gedanke etwas ist, wo du so stark dran festhältst, dass es für dich toxisch ist, wo du dich selbst von deinem Glück irgendwo abhältst, dann musst du vielleicht dich gegen diesen Gedanken entscheiden. Aber du musst aktiv hier eine Entscheidung treffen, so wie es aussieht. Weil sonst wirst du diese negative Energie weiter mit dir rumtragen. Solange du dir selbst erlaubst, hier dir falsche Hoffnungen zu machen, oder solange du dieser Person aus der Vergangenheit erlaubst, immer wieder in dein Leben zu kommen, solange wird diese negative Energie sich hier auf dich auswirken. Und das wäre schade, weil ich sehe, sobald diese negative Energie nicht mehr da ist und du dich davon distanzierst, von dem Moment an kann positive, leichte, fröhliche, liebevolle Energie auf dich zukommen. Okay? Deshalb, wenn du dafür bereit bist, mach den Schritt, von dem du weißt, dass du ihn machen solltest. Know your worth, kenne deinen Wert, genau. Ich kann mir vorstellen, dass diese Person aus der Vergangenheit zwar jetzt den Anschein macht, als würde er oder sie deinen Wert kennen, aber diese Person scheint es nicht wirklich dir zeigen zu können und auch in der Vergangenheit dir irgendwo nicht gezeigt zu haben. Und da musst du sagen, stopp. Ich weiß, dass ich mehr wert bin. Und deshalb lasse ich mich auf diesen wunderbaren Neuanfang ein, der da auf mich wartet. Okay. Eine Tierorakelkarte bitte noch. Und da haben wir Take a Leap of Faith. Genau. Trau dich. Auch hier nochmal im Prinzip dieselbe Nachricht wie hier bei dem Hirsch eben. Trau dich, diesen Sprung zu machen. Trau dich, diesen Schritt zu wagen. Auch wenn es vielleicht schwer ist, nach einer gewissen Zeit wirklich diese Person aus der Vergangenheit loszulassen. Sei es nur emotional und in Gedanken oder sei es tatsächlich dieser Person zu sagen, nein, das mit uns wird nichts mehr. So oder so musst du aber hier mutig sein und dich diesen Schritt trauen zu gehen. Aber es wird sich sowas von für dich auszahlen. Absolut. Okay. Also, das war eine taffe, aber sehr interessante Legung. Und in diesem Fall wünsche ich dir natürlich nur das Allerbeste. Du bist stark. Du bist stärker als alles, was dir je geschadet hat. Okay. Und du kannst das meistern, denn du bist in dieser Magier-Energie. Du kannst diese Entscheidung treffen, die dir so gut tun wird. Und das wirst du auch, da bin ich mir absolut sicher. Deshalb drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen für die kommende Zeit und wünsche dir auch heute noch einen schönen Resttag. Und ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal auch wieder vorbeischaust.